Warum dir Kalorienzählen langfristig nicht beim Abnehmen helfen wird. Dieses Thema ist auch persönlich, weil ich sehr, sehr viele Jahre lang selber Kalorien gezählt habe und auch gemerkt habe, dass es einmal kurzfristig was bringt, aber langfristig dich nicht zu deinem Wunschkörper führen wird. Das ganze Thema möchte ich in dieser Podcast-Folge beleuchten, wie meine Erfahrung damit war und welche Alternativen es gibt, um wirklich besser abzunehmen, als ständig diesen Kontrollzwang durch die Zahlen, durch die Fitness-Tracker und so weiter da gefangen zu sein. Genau, also woher kommt einmal dieser ganze Trend mit dem Kalorienzählen? Weil das hat ja bis dato niemand gemacht, so bevor es das Internet gab oder wenig, sage ich mal. Das kam einfach durch diesen Fitness-Bubble-Trend, dass Leute halt einfach ihre Supplements verkauft haben, dass Leute ihre Fitness-Tracker-Apps verkauft haben, dass Leute einfach generell in ihrer besten Shape sein wollen, was ich nicht negativ heiße, aber die Leute wollten das unter oder um jeden Preis haben. So. Und was passiert, wenn man etwas um jeden Preis haben will? Man möchte die Sicherheit, dass es auch klappt. Und wenn man die Sicherheit möchte, möchte man auch die Kontrolle darüber haben, über die eigenen Resultate. Und dafür ist Kalorienzählen ein super Tool. Du hast optimal die Kontrolle, wie viele Kalorien du zu dir führst. Du hast nicht die Kontrolle, wie viel verstopft wechselt wird. Das ist auch noch ein Negativpunkt am Kalorienzählen. Aber du weißt ganz genau, wie viel du täglich zu dir führst. Du kannst es auf der Waage tracken, wie viel Kalorien du zu dir führst, wie viel du dann abnimmst. Und du wirst dann so ungefähr sagen können, wann du wie viel wiegen wirst. So, das finden viele Leute cool, weil viele Leute wollen Sicherheit haben. Aber was das Problem daran ist, ist einfach diese zwanghafte Selbstoptimierung und Kontrolle. Euer Körper verstoffwechselt Lebensmittel, Kalorien anders, als es euer Fitness-Tracker sagt. Also wenn ihr zum Beispiel 100 Gramm Haferflocken auf einer Waage habt und das dann in den Fitness-Tracker eingebt, natürlich kommen nicht diese 100 Gramm Haferflocken, ich weiß gar nicht, wie viele Kalorien die noch haben, also so 320, 370 Kalorien und so weiter, die kommen auch nicht genauso in eurem Körper an. Da spielen verschiedene Prozesse eine Rolle. Verdauung, wie ihr das Ganze zuführt, ob ihr die eingeweicht habt, mit was ihr die isst und so weiter. Und deswegen ist es nicht die allerverlässlichste Quelle, um dein Gewicht zu kontrollieren, aber das braucht ihr gar nicht. Das ist das Problem, euer Kontrollzwang. Ihr müsst euch oder ihr dürft euch, ich will gar nicht sagen, ihr müsst, ich will euch nichts auf die Fahne schreiben, aber ihr dürft euch von diesem Kontrollzwang lösen und mehr zu einer intuitiven Ernährung hinkommen. Genau, weil Hunger, auch das Gefühl von Hunger. Das Problem beim Kalorienzählen ist auch, dass viele Leute kein richtiges Hungergefühl mehr haben, weil euer Kalorientracker, eure App, euer Plan sagt euch, wann ihr Hunger habt. Das heißt, du kontrollierst auch dein eigenes Hungergefühl. Und wenn du mal krank wirst oder wenn du einfach mehr Energie verbraucht hast, weil du dich mehr bewegt hast oder was weiß ich oder irgendwas dazwischen kam, mehr gedacht hast, mehr Stress gehabt hast, hast du natürlich einen höheren Kalorienverbrauch. Und das sind alles so kleine Stellschrauben, die einfach keine genauen Angaben darüber geben, ob du jetzt diesen Kalorienbedarf am Tag brauchst oder nicht. Die Lösung dafür ist, ein nachhaltiges Bewusstsein über deine Ernährung zu erlangen. Das bedeutet, wenn du dich einschränkst für einen kurzen Zeitraum und dann dir hoffst, dass du da Resultate erzielst, du wirst es wahrscheinlich kurzfristig schon erreichen, aber langfristig wirst du dich immer wieder finden, dass du in diesem Teufelskreis gefangen bist, dass du ständig dein Lebensmittel auf der Waage hast, du ständig unter Kontrollzwängen leidest und das wirkt sich auf das ganze Leben aus. Wenn du einmal den Bereich Ernährung kontrollierst, willst du alles kontrollieren. Training willst du dann kontrollieren, du willst womöglich auch die Beziehung und alles Mögliche, was emotional gesteuert ist, kontrollieren. Langfristig ist es besser für dich, ein System zu entwickeln, wie du dich ernährst, wie du dir auch wieder auf dein Hungergefühl hörst und einfach eine Auswahl an Lebensmitteln hast oder eine Auswahl an Gerichten, die dir gut tun und die dir Energie geben. Dazu werde ich in den nächsten Podcast-Folgen auch mehr darüber sprechen, wie du so ein System für dich entwickelst, aber wenn du persönliche Hilfe von mir möchtest, wenn du einfach endlich los von diesen Kontrollzwängen möchtest, endlich mehr zu einer intuitiven Ernährung gelangen möchtest und generell auch deinen Wunschkörper erreichen möchtest, dann biete ich dir an, ein kostenloses Erstgespräch mit mir zu führen. Das bedeutet, wir gucken uns gemeinsam deine aktuelle Situation an. Ich gucke mir Schritt für Schritt an, wie du da am besten hinkommst, wo du hin möchtest und wie du da am besten deinen Traumkörper erreichst.
Ist auch kein Verkaufsgespräch. Das heißt, wenn du etwas kaufen wollen würdest, könntest du das gar nicht, weil wir uns dafür einen separaten Call ausmachen würden, wenn ich dir ganz mein Programm vorstelle. Also nimm die Chance wahr, solange sie noch erhältlich ist. Und wir sprechen uns dann nächste Woche bei der neuen Folge von Abnehmen ohne Verzicht. Ciao, ciao.